One, two, three, four. Hey Leute, ich grüße euch. Heute einen sportlichen Rhythmus. Ja, einen Rhythmus mit viel Elan, der vorwärts geht. Und ich habe zwei Varianten, die ich euch zeigen möchte, wie ihr den spielt. Einmal die für Einsteiger, Anfänger und einmal für die für Fortgeschrittene. Dann ist die mit Tabs. Aber der Grundrhythmus für beide ist wie folgt. Ich mach's langsamer. Okay, da habt ihr es. Da gehen wir mal langsam durch. Haupthand, Nebenhand. Die Nebenhand bleibt bis auf die Schläge am Rand, am Ende, die ganze Zeit im Bass. Also, boom, katun, one, two, three, four. Okay, das ist der ganze Rhythmus. Das musst du noch verinnerlichen. Das war jetzt die Einsteigerversion. Es ist nicht nur eine Einsteigerversion, es ist auch eine Version, wenn du den Rhythmus sehr klar haben willst. Weil jetzt folgende Variante ist die, wo du die ganze Zeit die Hände abwechselnd spielen, Taps. Ja. Ich mach's mal erstmal schnell fürs Feeling, damit ihr wisst, wie es gemeint ist. Und dann gehen wir das langsam durch. Ja. One, two, three, four. Okay, das ist jetzt ein bisschen komplexer. Dazu solltest du deine Trommel schon ein bisschen besser kennen und das schon mal öfters getrommelt haben. Ja, also, ich mach's mal langsam das Ganze und dann gehen wir es durch. Ihr merkt schon, der Beat geht immer auf die 2 und die 4. Also der kickt richtig gut, ja. Also, die Hände, also das Muster, was ich euch zuerst gezeigt habe, ist das gleiche. Ja? Nur, dass jetzt die ganze Zeit die Hände die Taps spielen. Taps sind die Schläge, die Trommel berühren, aber keinen Ton von sich geben. Also, das macht zuerst. Und nun langsamer. Das ist alles. Damit beschäftige dich, das übe in deinem Tempo. Hier ist Ingo Gutmann und ich wünsche viel Spaß, viel Vergnügen mit diesem fetzigen Rhythmus. Dun, dun, one, two, three, four.